weniger Gewicht im Fahrzeug bedeutet mehr Spielraum für die wissenschaftlichen Missionen. Wir hoffen, dass wir mit diesen Sensordaten die Genauigkeit der Auslegung für zukünftige Missionen verbessern und Gewicht sparen. Die Sensoren sind entlang einer Linie auf der Rückseite der Oberfläche montiert. Die sind so miniaturisiert, dass sie alle in einem Zylinder mit einem Durchmesser von 22 mm integriert sind. Da misst ein Sensor die Oberflächentemperatur und den Wärmefluss. Und ein weiterer Sensor misst den Druck in einem sehr, sehr breiten Bereich. Und zwei Lichtleitersensoren messen die Strahlungsaufheizung in bestimmten Wellenlängen. Ein weiterer Sensor ist dieses Radiometer. Dieses Radiometer misst die gesamte Strahlung von CO2 und CO-Molekülen in einem großen Wellenlängenbereich. Die Daten, die von den Sensorköpfen oder Detektoren kommen, die werden durch diese Elektronikbox analog bearbeitet. Die Herausforderung war, die Gesamtmasse dieses Sensorpakets unter 2 Kilogramm zu behalten. Und am Ende haben wir es geschafft, mit einer Gesamtmasse von 1,7 Kilogramm das komplette Paket zu liefern.